Eisbergsspitzen, also sprich in den Brennpunkten, zu erreichen sein muss. Ja. Und wie viele Vortices erzeugst du da? Zwei. Einer nach oben, einer nach unten. Okay. Es ist eine Überlagerung aus verschiedenen Wirbelströmen, aber wie kommt dieser Vortex zustande? Der kommt dadurch zustande, dass eben diese diamagnetischen Eigenschaften des Aluminiums sollen da jetzt eben verwendet werden, um die Felder, die von den Magneten erzeugt werden, entsprechend zu verändern in ihrer Form. Ja. Okay. Ja, also das ist eben auch wieder so ein Wechsel. Eine Wechselwirkung, die da wieder entsteht. Zum einen wird ja durch eine Änderung des Magnetfelds in den Magneten die Aluminiumscheibe in Rotation versetzt. Aber zum anderen verändert die Aluminiumscheibe gerade durch ihre Rotation wieder die Form der entsprechenden Felder. Gut, das Ding rotiert. Du hast zwei Vortices, glaube ich. Vortexe. Vortexe, okay. Mhm. Dann zwei Vortexe quasi aufeinander. Mhm. Und an den Spitzen, was für Effekt erhoffst du oder was für einen Effekt hast du? Also, das ist eben, ich wiederhole eben nochmal, eben diese Analogie zwischen, also es gibt hier ein interessantes Beispiel, das ist eben nach Maxwell, der die Maxwell'schen Gleichungen erstellt hat, die ja eben im Grunde genommen die Ausbreitung von elektromagnetischen Feldern im luftleeren Raum beschreiben, auch vor etwa 100 Jahren entwickelt worden. 1870 oder irgendwas. Ja, also schon verdammt lange her. Ja. Ja. Oder allerdings muss man auch noch sagen, dass er eben damals den Äther auch vernachlässigt hat, aber das ist eben auch nochmal eine andere Geschichte, ja, wo ich nämlich auch davon überzeugt bin, dass es den in irgendeiner Form gibt. Aber er hatte eben hier entsprechende Gemeinsamkeiten festgestellt und hat sich hier quasi ein Dreiecksschaubild aufgestellt, wo man in jeder Ecke eines Dreiecks zum einen die Elektrizität hat, also das E-Feld, dann den Magnetismus und in der letzten Ecke die Gravitation. Ja. Und so gibt es dann also zwischen den einzelnen Teilnehmern hier Beziehungen. Ja. Und diese hat er eben auch schon damals versucht festzuhalten, was ihm aber leider nicht gelungen ist, weil eben damals eben die technischen Möglichkeiten auch entsprechend geringer waren als heute. Und danach suchen ja alle Physiker, also nach der Grand Unified Theory, wo du Gravitation, starke, schwache atomare Kräfte und Elektromagnetismus verheiratest. Es ist eine schwierige Sache. Ja, offenbar. Okay, es gibt sogar Leute, die behaupten, das wäre schon längst vom Tisch, ja, und würde dann quasi im Geheimen, würde man damit herumspielen. Aber ja, klar, aber dass wir da noch weiterkommen heute. Ja, da kommen wir nicht weiter, weil da können wir nur spekulieren. Ja. Ja. Na, aber jetzt, okay, du hast also, Maxwell hat also vermutet, dass da Zusammenhang besteht zwischen dem elektromagnetischen Feld und der Gravitation. Also du hast ja diese drei Vektoren quasi und die sind dann also, gut. Ist ja irgendwann einmal, bist du so weit gekommen in deinen Experimenten, dass du diesen Effekt in irgendeiner Weise hast? Also jetzt konkret mit meiner Idee mit der Aluminiumscheibe leider nicht, weil eben bevor wir die Sache groß aufziehen konnten, wurde die Sache ja nicht von uns abgeblasen, muss ich so sagen, ne? Aber eben von anderen. Also ihr habt ähnliche Probleme auf diesem Institut gehabt, wie diese Leute zuvor, die diese Chips da angefordert haben, oder? Ja, so kann man es schon sagen, ja. Okay. Wobei es sicherlich wir nicht mit irgendwelchen Regierungsleuten zu tun hatten, sondern es wurde uns quasi über den Laborleiter eine Nachricht von den Professoren ausgerichtet und damit, das war's dann. Okay, gut, jetzt... Aber jetzt nochmal auf die Scheibe. Die Frage war jetzt, hat irgendwer anderer diesen Effekt schon mal nachweisen können? Das würde mich jetzt interessieren. Also mit dem Gedankenmodell, das wir da haben, nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber es gibt da was anderes, und zwar die sogenannte Möbius-Schleife. Und da haben wir auch tatsächlich, also das war auch eine Sache, die auf die uns eben der Leiter dieses Labors gestoßen hatte, dass ein Japaner in den 60er Jahren mittels einer Möbiusschleife, die er aus Kupferblech gewickelt hatte, meinte, eine feststellbare Wirkung der Gravitationsabschirmung gemessen zu haben. Ja. Er hat auch anschließend dazu noch eine Theorie aufgestellt, die nennt sich Ultrarelativität, ist aber auch eine ziemlich komplexe Geschichte. Und wir haben alle... Klingt so.
Und wir haben aber eben diese Möbiusschleife nachgestellt, nicht aus einem breiten Kupferblech, sondern aus einem Bündel von Kabeln, ja, die entsprechend gewickelt. Die Sache wurde unter Strom gesetzt und auf einer mechanischen Feinmesswaage gelegt, ja, einfach um zu verhindern, dass dann E-Feld irgendeine elektronische Waage stören könnte. Und in der Theorie bei diesem Modell müsste es so sein, dass zwei gegensätzliche EM-Felder entstehen und sich zu 100% aufheben müssten, theoretisch. In der Praxis sieht es aber so aus, dass diese ganze Geschichte um messbare Prozente leichter geworden ist. Und der absolute, ja, was den Vogel dann eigentlich abgeschossen hat, war, nachdem man den Strom abgestellt hatte, hat es ganze 2 Tage gebraucht, bis es sein ursprüngliches Gewicht wieder angenommen hatte. Unglaublich. Im Chat kommt jetzt aber was recht Interessantes von Eraser. Angeblich wird dieses Prinzip, das du jetzt gerade geschildert hast, auch bei den Flying Triangles, das sind also, es gibt immer wieder Sichtungen dieser großen Dreiecke, die da. Bekannt, ja. Ja. Dort rotiert angeblich keine Metallscheibe, sondern ein Plasma. Gut, würde auch ein Magnetfeld erzeugen, weil es ja laut ist. Gut, wenn man das EM-Feld... Noch nicht selber. Ja. Stichwort MFD, Magnetic Field Disruptor, in der TR3B. Interessant. Gleich jetzt in Verbindung mit der Frage auch, du hast ja auch gesagt, dass also die Stealth-Technologie bei Weitem mehr kann. Also jetzt, vielleicht werden wir auf das kurz eingehen. Ja, das ist, was wir vor der Sendung angesprochen haben. Und es gibt noch ein Zitat, das möchte ich nur kurz bringen. The MFD generates a magnetic vortex field, which disrupts or neutralizes the effect of gravity on mass within proximity by 89%, also 98%. Das ist erstaunlich. Ja, das heißt, und du hast ja auch was erzählt, dass also im B-2-Bomber derartige Technologien eingesetzt werden. Ja, aber die gehen zurück auf eine ganz wilde Geschichte. Nämlich, das sind anscheinend Technologien, die aus dem sogenannten Montauk-Projekt stammen, beziehungsweise auch aus dem scheinbar real existenten Philadelphia-Experiment. Aber das Philadelphia-Experiment hat anscheinend tatsächlich stattgefunden. Die Frage ist, was experimentiert wurde, was da tatsächlich. Also ich bin der Meinung, dass da an der Geschichte was dran ist. Ich meine, selbst wenn da nur 5% von dem wahr sind, was da behauptet wird, ist es eine Sensation. Ja. Und du sagst also, dass du zu bestimmten Quellen gehört hast, dass also diese im B2-Bomber eingesetzte Technologie auch du hast gesagt, das ist also Unsichtbarmachung. Das wäre quasi eine zweite Tarnkappe. Ah ja, genau, was du wirklich gesagt hast. Das wäre eine rein optische Tarnkappe sozusagen. Ja. Eine rein optische Tarnkappe? Also klingt ja schon total nach Star Trek, ja. Aber es soll scheinbar echt sein und das seit 1943, ja. Oh. Und du hast doch gesagt, dass also, wie wir jetzt kurz gequatscht haben, dass also diese beiden Effekte, dieser Antrieb, dass quasi diese Tarnkappe ein Nebeneffekt dieses Antigravitationsantriebs ist. Ich habe das richtig verstanden. Also, denn nach meinen Quellen ist es eben so, dass die dort entstandene Technologie, die auch eben unter anderem diese sogenannte Delta-T-Antenne mit einbezieht, die man eben auch in dem Ankündiger gesehen hat. Auf das würde ich dann noch kurz eingehen. Ja. Diese Sache ist eben, hat mich auch. Also der Gedanke hat mich irgendwo dazu inspiriert, eben um entsprechende gewünschte Effekte bei meinem Antigravitationsantrieb noch zu verstärken. Ja, denn die Delta-T-Antenne ist ja so etwas wie ein Verstärker, wenn man möchte, Signalverstärker. Und je nachdem, wie man damit umgeht, für verschiedene Zwecke zu gebrauchen. Ja, also dass man für verschiedene Spektren des EM-Feldes und auch des Gravitationsfeldes damit manipulieren kann. Okay, eben nur kurz jetzt, also diese Meldung da von Eraser mit diesem MFD, da hat er jetzt auch einen Link in CropCom gestellt, falls es wen interessiert. Ja, gut, gut. Soll er weitermachen. Ja. Und jetzt, okay, Delta-T-Antenne, das heißt, und das ist auch der Grund, warum der andere Schalter da ist, das heißt, sehr wichtiger Aspekt in deinem Modell, das du da entwickelt hast und vor allem in der Apparatur, die du bauen möchtest, also das hast du noch nicht gebaut, du wurdest leider da je unterbrochen, und warum auch immer, aber jedenfalls ein wichtiger Teil dessen war eine Delta-T-Antenne. Ja. Was ist eine Delta-T-Antenne? Also eine Delta-T-Antenne ist im Grunde genommen eine Oktaederform und eine Oktaederform ist eine der grundsätzlichen 5 platonischen Formen,
die sich eben aus einem Tetraeder ableiten lassen. Ja? Also aus einem Tetraeder lassen sich alle grundlegenden geometrischen Strukturen ableiten. Also aus dem Tetraeder kann man eben den Oktaeder bilden, man kann einen Hexaeder bzw. Würfel bilden. In Icosaeder ist da dadurch möglich und so weiter. Ja? Und diese grundlegenden universellen Formen finden wir auch in jeder molekularen Struktur wieder. Ja? Also es ist beispielsweise auch ein offenes Geheimnis, dass beispielsweise die große Pyramide von Gizeh anscheinend also nicht nur eine Pyramide ist, sondern eben ein Oktaeder. Ja? Also sprich genauso nach unten in die Erde gebaut worden ist. Oh, das umgekehrt. Ich noch nie gehört. Ja, das aber ist eine Sache, die ich aber aus anderen Quellen gehört habe. Ja, ich habe da was damit früher genau gemacht worden ist, darüber kann man heutzutage auch nur spekulieren. Ja. Ich möchte mal eine Sendung über Gizeh machen. Da werde ich den Herrn fragen, den ich. Okay, und da ist eben ein interessanter Aspekt, worüber ich jetzt neulich gelesen habe. Also da wurden mir ein paar neue Informationen zugespielt vor kurzem zu der Sache, dass eben die Winkel, die genau bei dieser Pyramide auftreten, bei der großen Pyramide, es ist ja keine gleichmäßige Pyramide. Ja, sie ist ja ein bisschen abgestumpft. Wir haben ja anstatt von einem 60-Grad-Winkel in jeder Dreiecksspitze, haben wir bei den zwei Basiswinkeln, haben wir, glaube ich, 50,5 Grad. Ja, und oben, ja. Und das hat eben was damit zu tun, dass die Erde eben auch keine perfekte Kugel ist, sondern eine abgeplattete Sphäre. Ja, deswegen ist sie ein bisschen eingedrückt anscheinend. Das heißt, dass diese Pyramide von der Geometrie her irgendwie sich aus der Erde ableiten, dass die Geometrie oder? Ja, genau. Das hat was mit der Verwendung. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Ja, okay. Das geht jetzt wieder auf entsprechende auf ein Energienetz, das die Erde umspannt, zurück. Ja. Wo man auch entsprechende wahrscheinlich Nullpunktenergie vielleicht mit solchen Konstruktionen anzapfen kann. Und was ich eigentlich jetzt noch sagen wollte, war, dass früher diese Pyramiden ja noch beschichtet waren, ja, und zwar mit Calciumcarbonat, auch als Kalzit bekannt. Und da lässt sich auch bei dieser molekularen Struktur unter dem Mikroskop, wenn man da ein Winkelmaß anlegt, feststellen, dass eben die besteht aus drei Molekülen und dass da die zwei Basismoleküle ebenfalls einen Winkel von 50,5 Grad zum dritten Molekül einnehmen. Ja, da im Studio schlägt auch die Gravitation zu, wir wissen nicht, woher es ist. Es poltert hier. Wahrscheinlich ein Poltergeist. Okay, das heißt, gut, jetzt, wir haben noch 10 Minuten. Auf was ich jetzt noch eingehen möchte, weil es auch im Chat schon gefragt wurde, du hast von den platonischen Körpern gesprochen. Platonische Körper beinhalten auch den Sterntetraeder. Sterntetraeder ist also... Also Sterntetraeder lässt sich aus dem einfachen Tetraeder ableiten. Ja, genau, ja. So zwei ineinander verschachtelte Tetraeder. Da war ja vor fast einer Woche ja schon ein Kommentar dazu. Da ging es um die Blume des Lebens, wenn ich mich recht erinnere. Das Merkaba-Feld, richtig, dass ein Sterntetraeder oder als Sterntetraeder dargestellt wird. Siehst du da einen Zusammenhang jetzt zwischen deiner Arbeit und diesem Merkaba-Feld? Insofern nur, dass eben die Wurzeln... Also das Merkaba-Feld, sollte man vielleicht kurz sagen, ist also das Energiefeld, das jeden Menschen umgibt und das also quasi unser Energiekörper ist. Also die Form dieses Energiekörpers, also hängt zusammen mit Aura. Also ich denke, je nachdem, wie man eines dieser platonischen Körper verwendet, könnte ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch, weil es eben sich um universelle Formen handelt, die auch mit den Bausteinen des Lebens zu tun haben, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man, wenn man es richtig anstellt, Einfluss haben könnte auf menschliche Energiefelder. Die gibt es nämlich. Ja, ich habe da ein paar Kontakte zu einem interessanten Psychologen, der auch eben auf diesem Gebiet seine Gedanken sich gemacht hat. Und ganz klar sagt, also klar, man kann mit entsprechenden EM-Feldern, die auch sicherlich von gewisser geometrischer Natur sein müssen, direkten Einfluss auf Menschen haben können. Psychotronik. Das ist ein gutes Stichwort, ja. Gut. Auf der Ankündigung der Seite war jetzt also so eine Delta-T-Antenne zu sehen. Das sind also zwei Pyramiden, die quasi aufeinander stehen. Und so wie du jetzt also auch beschrieben hast, dass angeblich die große Pyramide von Gizeh aussieht. Und du wirst jetzt also dieses Feld aufbauen und dann einen Antigravitationseffekt erzielen. Und was sind eigentlich deine Ziele? Also und zwar wäre das so, denn ohne die Delta-T-Antenne hätte ich zwei gleiche Vortexe nach oben und unten. Wenn ich aber eine Delta-T-Antenne noch mit ins Spiel bringe, zum einen, um die gewünschte Form noch ein bisschen zu verbessern
Und zum anderen, wenn ich die Delta